Okay. Da willst du doch hier mal probieren, sonst habe ich euch gerade genial belogen. Damit habe ich jetzt echt nicht gelogen. Aber Abelmir hat gar nichts gesagt, gut. Warte, muss Abelmir nicht auch? Es sind zwei Leute in dieser Konversation beteiligt. Nein, nein. Ich habe bloß geschaut, nicht geredet. Ja. Achso, okay. Ich bin auch genau bei dem, was ich wollte. Reicht nicht. Reicht nicht, krass. Ja, dann bleibt das wohl unter euch. Ja, ich zwinker einmal noch Abelmir zu und sehe dann sehr zufrieden aus. Ja, warum solltet ihr denn auch etwas dazu wissen? Ja, richtig. Ein guter Punkt, Boltax. Übertreibt's nicht. Schon, sonst müsste die Probe nämlich erleichtert sein, so wie er das ausspielt. Andererseits hat der 13. natürlich in vielen seine Krallen, was ihn nichts angeht. Ich bin einfach nur beunruhigt, dass keine Sonne scheint, wir wohl aber doch Licht haben. Ein ungutes Zeichen. Ich bin wahrhaftig genauso darüber beunruhigt, wie dass man versucht, die Sache vor uns unter den Teppich zu kehren. Ich bin einfach nur sehr misstrauisch zurzeit. Sonnenmarschall. Es ist natürlich erfreulich, dass ihr nun erfolgreich wart und diese Schriftstücke für mich bergen konntet. Dass wir nun wissen, wo das Erbe genau zu finden ist. Auf Yandraskan irgendwo. Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Rechtschaffenheit. Aber was wollen wir mit dem Erbe eigentlich? Genau. Wir wollen es verhindern, dass es Belarion Manning in die Hände fällt. Nun, das ist mir bewusst, aber was würdet ihr mit dem Erbe machen, Sonnenmarschall? Sonntags erstmal haben. Dann fragen. Ja, ich stimme Rafim zu. Jetzt darüber zu spekulieren, bringt uns nirgendwo hin. Wir müssen uns vorbereiten. Der Willen der Götter ist schwer zu interpretieren, Boltax. Aber die Quanjonen haben uns hier hingeführt und das muss etwas mit der Quanjons-Queste auf sich haben. Deswegen tue ich meine Pflicht und bin extra von Beilung hier ans Garten gereist. Und ich weiß nicht, was Manning damit möchte, aber das Schwert wurde eben geführt von Priorslob da selbst und er schlug viele Rondrianer damit. Ihr könnt euch also eins und eins zusammenrechnen. Kann die Fluch getilgt werden? Höchstwahrscheinlich schon. Die Götter sind mächtiger als die Erzdämonen. Das ist richtig. Sumo ist sehr mächtig. Aber ich hätte einen Vorschlag für euch, wenn wir das Schwert wirklich bekommen. Nun, ich könnte es in Bernstein verpacken. Ja, und wir wollen es erst einmal bergen. Danach gucken wir uns richtig an, was wir damit machen. Aber Sonnenmarschall, wollt ihr uns dann begleiten? Tja, warum denn nicht? Ich bin doch extra deswegen hier. Naja, aber wenn das eine Falle ist, dann werden die vorbereitet sein. Ist wahrscheinlich. Es besteht die Möglichkeit, wir Kopf an Kopf mit den Männern des Wahrers der Ordnung um dieses Schwert streiten müssen. Korrekt, der Protégé Winterkalt ist aufgebrochen. Und zwar gleichzeitig mit eurer Ankunft. Ah, das habt ihr also herausgefunden. Ihr hattet uns darauf doch selbst angesprochen. Ihr hattet doch gefragt, ob die Dogul Gisht oder mein anderes Schiff Kontakt mit den Booten hat, was sie eben nicht hatten. Winterkalt muss also darauf gewesen sein. Und höchstwahrscheinlich wissen sie, wo das Erbe ist und sie werden es verteidigen. Nun, mit Glück können wir einen Waffengang vermeiden. Die Frage ist, was, wenn wir es nicht vermeiden können? Ja, richtig. Sind eure Männer bereit zu kämpfen und zu sterben? Sind sie bereit gegen Sonnenlegionäre, die gegen Bandstrahler ziehen? Deswegen frage ich. Ich will nicht, dass ihr kämpft. Oder ich. Ja, aber manchmal bekommen wir nicht das, was wir wollen. Und dann muss ich wissen, ob eure 20 Schwerter an unserer Seite stehen. Oder ob sie nicht mitkommen. Wir wollten uns auch nicht aus dem Hafen herausschießen. Nichtsdestotrotz scheint der Wahrer der Ordnung den Bezug zur Verhältnismäßigkeit verloren zu haben. Richtig. Sie wollten mich foltern. Das möchte ich an dieser Stelle nur einmal anmerken. Die Ballstrahler waren schon immer fanatisch. Also, kämpfen eure Männer auf unserer Seite oder nicht? Das ist das Falsche. Gerade auf der Quanions-Queste geht es darum, wie wir die Probleme angehen. Und nicht das, wie sie lösen, sondern das Wie. Ich könnte sie alle einschlafen lassen. Das kostet mich viel Kraft, aber... Wir wirken keine Magie gegen Prajoten. Die Frage, die Rafim sicherlich stellen möchte, ist, werden wir gezwungen zu kämpfen? Seid ihr auf unserer Seite? Ich werde nicht gegen euch kämpfen. Aber das verlangt nicht von mir, dass ich gegen Bandstrahler ziehe. Ich bin der Marschall der Sonnenlegion, verdammt! Ihr könnt ihnen ja auch fehlen, die Waffen niederzulegen. Und wenn sie das nicht tun, sind sie Verräter. Rafim, wir haben unsere Antworten. Lass gut sein. Ja, ich denke auch.
Naja. Wir werden sowieso sehen, wie sich die Situation gestaltet, wenn wir da sind. Es ist verständlich, ist uns allen daran gelegen, eine Eskalation der Lage zu vermeiden. Ich werde euch begleiten. Die Vergangenheit hat leider wieder und wieder bewiesen, dass andere dem nicht so geneigt sind. Ich werde euch auf alle Fälle begleiten nach Yandraskan. Aber das ist gut. Wir müssen auf uns auf alle Fälle auch noch die diplomatischen Dinge bekümmern, denn Jilaskan liegt immer noch hinter uns und von dort aus bin ich aufgebrochen. Und sie werden wissen, dass ich in Richtung Yandraskan unterwegs bin. Habt keine Sorge, Marschall. Alles wird seine Ordnung finden. Das will ich hoffen. Ja, egal wie viele Feinde dort auf uns warten werden, wir haben ein angebrochenes Banner Trollzacker und die stehen für ein Trollzacker für mindestens 3 Krieger. Wir wollen diese Situation nicht in einem Konflikt ausarten, bitte, was gegen Trajoten. Bringt sie zumal nicht die, um. Zumal die Karmordgarde nicht um. Zumal die Karmordgarde nur darauf warten wird, dass wir uns gegenseitig an den Hals gehen. Das ist richtig. Es wäre genau in ihrer Art, dann und dann sofort da zu sein. Naja, aber irgendwer muss ja dann noch die Karmordgarde umbringen. Oder wollen wir die jetzt auch nicht umbringen? Und das schaffen wir nicht, wenn wir damit beschäftigt sind, uns gegenseitig umzubringen. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir die umbringen sollen. Ich habe nur gesagt, dass wir bereit sein sollen zu kämpfen. Sollten die Männer von Belharion Manning anwesend sein, dann werden wir uns mit allem, was wir haben, gegen sie stürzen. Seid euch dessen gewiss. Das ist gut. Na, immerhin. Mehr verlangt doch niemand von niemandem. Es ist ja häufig die höchste Tat, die man verbringen kann. Habt ihr ein Gästequartier für mich? Natürlich. Dann werde ich hier nächtigen. Wir werden am Morgengrauen Yandraskan erreichen. Ich schlage vor, ihr alle bereitet euch hinreichend vor. Dies könnte eine harte Geschichte werden. Jawohl, ich werde noch einmal mich kurz schlafen legen und im Morgengrauen dann meditieren, bevor wir losziehen. Ähnlich werde ich es auch machen. Ich schließe mich an. Aber mir, ich werde deine Hilfe brauchen für 1-2 Teilen. Was ist denn jetzt schon wieder? Du musst mir die Arretierung der Hand nochmal erklären und, naja, Kleinigkeiten. Was macht übrigens dieses Buch hier von Kanetiana? Habt ihr das herausgefunden? Ja, es ist gewissermaßen voller Prophezeiungen. Kanetianas Exemplar ist sehr viel wertvoller als das unsere. Der Sonnenschuh ist jetzt weg, ja? Noch nicht, er sitzt da noch. Nun, dann, alle wissen, was sie zu tun haben. Yalan, könntet ihr vielleicht dem Sonnenmarschall Kanizianas Gemach anbieten und sagen ihm... ihr wollt ihn im Alchemielabor unterbringen? Nein, ich wollte ihn... Kanizianas hat einen eigenen Schlafwagen, oder? Nee, das ist schlecht. Nee. Hast du selber festgestellt. Achso. Du hast noch zahlreiche Gästequartiere hier und dann hier. Dann würde ich ihn da unterbringen einfach. Selbstverständlich doch. Dann mach deine Sachen noch fertig, ich stoße gleich wieder zu dir. Ja. Nun, erzählt. Von dem Buch. Ja, das Buch. Die astralen Geheimnisse Niobaras. Im Original enthalten sie offenbar Prophezeiungen, die in der Abschrift verloren gegangen sind. Es sind keine fehlenden Seiten, sondern Boltag sagte, es sei etwas zwischen den Seiten. Und wir dachten uns, vielleicht könnten wir an diese Prophezeiungen herankommen? Habt ihr es magisch untersucht? Ja, natürlich. Das habe ich gleich zu Beginn getan. Und? Nun, es ist magisch und es ist gewissermaßen... ich habe einen Blick aufs Wesen riskiert und es ist mächtig. Ich fragte nach einer Analyse nicht, ob es magisch ist. Nun, ich kann das Buch nicht lesen. Wie soll ich es da analysieren? Also ich habe das nicht analysiert. Ihr habt mich gefragt, ob ich es magisch analysiert habe. Ja, und ihr sagtet, dass es magisch ist. Es ist keine Analyse, es ist eine Feststellung. Was ist eine Feststellung anderes als eine Analyse? Ihr kennt doch den Unterschied zwischen einem Odem und einem Analyse, oder? Ich kenne den Zauberanalyse nicht, nein. Oh. Ja, aber mir auf zu schwätzen und fang an. Nun gut. Ja, ich würde mal dieses andere Buch etwas beiseite räumen und mich dann mal auf dieses Buch konzentrieren. Ich würde zuerst ein Odem wirken und mir aber Zeit lassen. Und anschließend einen Analyse wirken, ebenfalls mit Zeit lassen dafür.
bekomme ja die Hälfte auf Erleichterung. Heißt, ich bekomme 7, 8 Punkte. Wollen wir auf Runden? Acht. Okay, 8 Runden, 8 Punkte plus die Zeit lassen sind eine 12 Erleichterung. Vor deinem geistigen Auge schlägt sich das Buch von alleine auf. Du kannst sehen, wie Matrizen sich lösen und auflösen. Vor deinem geistigen Auge zerfasern. Du siehst temporale Einflüsse und selbst, wie du analysierst, wirst von dem Buch. Das Buch ist magisch und du kannst daraus lernen, neben Sternkunde und Prophezeiung oder Deuten der Zeichen, Geschichtswissen, die Struktur Analyse Arkanstruktur, den Chronoklasses und andere Zauber mit Merkmal Temporal. Sind die versteckt zwischen den Buchstaben hinter in einer Art magischen ja, Wand? Genau. Kann ich herausfinden, wie ich diese magische Wand überwinden muss? Ob ich eine Abraxa sprechen muss, ein Schlüsselwort zu sagen oder eine Schlüsselgeste? Also du würdest meinen, dass du, wenn du studieren möchtest mit dem Buch, dann wirkst du vorher einen Odem. Jetzt durch den Analyse hast du die Struktur soweit aufgeschlüsselt und vor deinem geistigen Auge öffnen sich dann wieder die Matrizen, die du dann studieren und abzeichnen kannst. Und das Buch ist in steter Veränderung. Also es ist selbst ein Teilstrom der Zeit. Also es fächert, wie gesagt, vor dir auf und du siehst, dass es eine Vergangenheit hat, in der es weniger befüllt war und es hat eine Zukunft, in der es noch sich weiter füllen wird. Also es schreibt sich selbst fort und verändert sich in der Zeit selber. Genau, ohne dabei dicker zu werden. Interessant. Ja, etwa nach 5 bis 10 Minuten wahrscheinlich, weil ich brauche wahrscheinlich etwas länger dafür, schlage ich die Augen wieder auf. Nun, ihr hattet recht, das Buch ist wirklich hochmagisch und hochbrisant. Ja, das sagte ich doch. Nun ja, ihr habt nur einen Bruchteil erkannt, was ich herausgefunden habe. Nun, ich habe das Wesen des Buches in Gänze gesehen. Erzählt eure Eindruck zuerst. Nun, es ist gewissermaßen, als läge etwas zwischen dem Papier, Prophezeiungen. Es ist eine gewisse Kausalität, die dahinter steckt. Aber nun, Buch selbst ist Kumulationspunkt dessen. Es hat zwar keinen eigenen Charakter, aber es lebt gewissermaßen doch. Nun, dieses Buch ist eine Kuriosität. Es ist eine sich selbst fortführende Struktur, eine Geschichte. Es sind zahlreiche temporale Zauber hinterlegt in ihrer Thesisform. Und nun ja, mit einem Odem kann man diese Thesiskerne lesen, aber es beeinflusst euch auch. Und es schreibt sich fort. Es wird immer, ich will nicht sagen dicker werden, aber der Inhalt verdichtet sich, könnte man sagen. Ich verstehe. Also gewissermaßen. Frage an Jalan. Möchtest du dich derzeit noch mit dem Sonnenmarschall unterhalten, wenn ihr alleine seid? Und ich glaube nicht, dass wir uns viel zu sagen haben. Außer, vertrau mir, die sind nicht so wahnsinnig, wie sie sich benehmen. Gut, dann kannst du ihm das Gästequartier zeigen. Ist natürlich jetzt gute Qualität, aber nichts Außergewöhnliches, weil da eben auch noch keine Emissäre oder so etwas gewohnt haben. Ihr habt halt keine Gäste oder so etwas aufgenommen oder Missionare. Hättet ihr jederzeit machen können, aber zurzeit ist es noch frei, sodass es dann eben gut aufgeräumt ist. Das Bett ist gut zusammengelegt und er bedankt sich recht herzlich bei dir. Könnt ihr natürlich auch drüben auf seinem Schiff schlafen, aber der Einfachheit zieht er es gerade vor, dann gemeinsam mit seinen Sonnenlegionären hier zu bleiben. Nun, hier sind sie. Habt keine Sorge, Marschall. Gerechtigkeit wird walten. Früher oder später. Wie immer. Pius Vult. Pius Vult. Dann kannst du wieder nach oben gehen. Währenddessen hat Abel mir natürlich in den 10 Minuten seinen Zauber gesprochen. Unser Gast ist gut verstaunt. Das war ein peinlicher Abschied. Himmels Willen, Raffi, musstest du denn so drauf rumhacken? Naja, wenn ihr am Ende 20 Schwerter im Rücken haben wollt, die nicht auf unserer Seite stehen, dann sagt gerne Bescheid. Das hätte man noch mit mehr Feingefühl fragen können.
Naja, der Mann führt einen Kriegerorden an und keine, was weiß ich. In der Tat, ein Kriegerorden, der im Krieg mit seiner eigenen Kirche zu stehen scheint, wenn wir nicht alle sehr scharf aufpassen. Naja, ich weiß nicht, ob die Männer auf Yilaz Khan wirklich für die Kirche stehen. Da ist mir offensichtlich, doch sehr... Offensichtlich nicht, aber die Welt davon zu überzeugen, wird noch ein gutes Stück Arbeit sein. Naja, außerdem ist es gut, wenn er sich jetzt schon mit dem Gedanken anfreundet, damit er nicht in der Schlacht auf einmal die Entscheidung treffen muss, die er jetzt treffen sollte. Er ist der Marschall der Sonnenlegion. Das Rechte zu tun ist alles, wofür er da ist. Naja, und zu kämpfen. Ich denke, wir sollten unser Möglichstes tun, um ihn nicht in diese Situation zu bringen. Aber vielleicht wird es sich nicht vermeiden lassen. Nun, das Möglichste, was ich tun kann, wäre, ihn kurz bevor er in diese Situation geraten würde, ihn schlafen zu schicken. Ja, du hältst es wirklich für möglich nichts. Und ratenswert, den Marschall der Sonnenlegion verzaubern zu wollen? Naja. Montags. Es wäre möglich, ich wollte es nur angeboten haben. Ich meinte eher, dass wir versuchen sollten, auf der Insel heimlich vorzugehen, dass wir nicht unversehens einer Gruppe Sonnenlegionäre gegenüberstehen. Ja. Über die genaue Organisation werden wir reden, wenn wir an Land sind. Ich sag mal, Banner, Vollzocker bei uns ist die Heimlichkeit wohl auch nicht mehr angebracht, oder? Jetzt tut ihr unserem Clan aber Unrecht. Also, sie können schon sehr heimlich sein. Sie sind immerhin Hochgeborene. Ja? Nur wissen sie nicht, wie man sich auf Maras Khan verhält, wenn man heimlich sein möchte. Das ist genauso wenig wie vermutlich die Sonnenlegion. Unsere größte Sorge sollte die Kamortgarde sein, die das ganze Jahr über hier lebt. Nun, aber die Kamortgarde wird nicht damit rechnen, dass ich mich so gut hier zurechtfinden werde. Hoffen wir es. Jetzt eigentlich also damit sagen, Boltax, dass wenn wir jetzt für einen Augenblick kurz leise sind, wie die Trollzacker unten nicht schreien hören? Nein. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber wir sind auch auf einem Schiff. Trotzdem sollten wir sie mitnehmen. Es besteht kein Zweifel für mich, dass es zu Gewalt kommen wird. Der einen oder der anderen Seite. Ja, wir werden so oder so einen Speer vorausschicken müssen. Das... worauf immer wir treffen, dann direkt mit der ganzen Mannschaft treffen werden. Vielleicht sollten wir dafür einen Marauskaner nehmen. Die sind dafür geboren. Und Fuchsecker. Sie möchte doch immer auf Abenteuer. Ach ja, dann. Ich habe das Alchemielabor vorerst, wie kann ich Tiana schließen lassen? Haben Sie denn etwas gefunden? Nein, aber mein Verdacht ist nicht ausgeräumt. Lass ihn bei der Mannschaft unterbringen und er darf das Offiziersdeck nicht betreten. Oh, habt ihr denn interessante Sachen gefunden bei Kalatitiana? Nein. Oh. Wisst ihr, ob er noch einige fertig gebaute braute Tränke hat, Kapitän? Ich wollte ihn eigentlich ansprechen wegen dem Elixier, was er mir auch in der Arena mitgegeben hatte. Hier ist der Schlüssel. Schaut selber nach. Ich werde gleich mit euch kommen. Dann können wir das in einem Aufwasch erledigen. Ja, eine sehr gute Idee. Ja, dann hoffe ich, du hast da ein besseres Auge für, weil ich kann die meisten davon nicht auseinanderhalten. Vielleicht kommt Abel mir auch mit. Na gut, wenn es sein muss. Ja. Auf ihn wird dafür sorgen, dass er das Offiziersdeck nicht betreten kann. Ja, werde ich. Ich muss eh noch mit Sulamit sprechen. Gut. Kommt. Gut, dann werde ich jetzt noch mitkommen und mich danach schlafen legen, denn es ist ja schon spät und ich saß heute im Knast. Das hat mich müde gemacht. Ja, ein guter Punkt, Boltax. Würde vorhin auch dieses Buch wegräumen, ins Regal wahrscheinlich, neben das andere Buch. Also beide Bücher wieder verstauen. Ja, ich würde dann an dem Tisch Platz nehmen und den Sack mit dem Schmucker auf den Tisch stellen. Das ist deiner. Es ist nicht meiner, richtig? Es ist meiner. Sulamin sortiert die Sachen auseinander. Ja, das Allermeiste. Ja, war auch in der Kabine unserer guten Paligan. Was mein das Verdacht ist... aber eher hörte, dass sie es nicht genommen hat. Was will sie mit deinem Schmuck? Ja, das ist doch lächerlich. Sie ist eine Paligan, sie hat eigenen Schmuck. Naja, und fühl dich nicht angegriffen, aber sie hat besseren Schmuck. Nun, die Schmuckstücke, die ich besitze, sind in der Regel Geschenke. Von Reichen und von Armen. Ja, deswegen sagte ich, fühl dich nicht angegriffen. Die Schmuckstücke, die sie besitzt, sind...
Vermutlich selbst gekauft oder vererbt oder wie auch immer erworben. Nur die beste Qualität ist gerade gut genug. Ja, ich kann verstehen, dass sie beleidigt ist, dass sie in dieser Sache verdächtigt wird. Andererseits einfach nicht einmal nachzufragen wäre auch... Nun ja. Ja, ich bin von ihren Fähigkeiten enttäuscht. Dass sie es nicht selber gemerkt hat, spricht für ihre Unfähigkeit. Sie hat offensichtlich ihre Kabine ebenso wenig geschützt wie ich und sich auf den Schutz der Dukatengarde verlassen? Ja, das war nicht ihr Fehler, aber es nicht zu bemerken war ihr Fehler. Und was heißt das jetzt? Naja, dass wir uns vielleicht nicht mehr so auf sie verlassen können, wie ich dachte. Dann sagen wir so, sie hat sich bisher öfter als fähig, dann als unfähig herausgestellt. Naja, erklärt aber vielleicht, warum sie auf unserem Schiff ist. Sie ist vielleicht eine exzellente Magierin, aber vielleicht keine gute Paligan. Nun, dann haben wir etwas über sie gelernt und wissen, wie wir sie einzusetzen haben und einzuschätzen. Ja, falls sie mich nicht morgen in der Nacht erdolcht. Nun, du hast sie hoffentlich nicht so sehr beleidigt. Die lassen sich schnell beleidigen. Ja, aber das ist mir aufgefallen. Ich gehe jetzt schlafen, wollte euch morgen früh der Meditation anschließen. Ja, wir sehen uns dann bei Sonnenaufgang. Wunderbar.